Hallo und zurück zu, hier bei Let's Play Morrowind. Ich habe ganz große Scheiße gebaut. Und zwar habe ich letzte Woche eine Stunde lang aufgenommen. Und erst beim Rendern ist mir aufgefallen, dass der komplette Ton fehlte. Ich habe nämlich die ganze Zeit mein Mikrofon gemutet. Und da ich leider keinen Spielstand hatte vor dieser Aufnahmesession und ich auch gar keine Lust hatte, ehrlich gesagt, das alles mir nochmal anzugucken und einen Audiokommentar drauf zu spielen, habe ich mir jetzt einfach gedacht, überspringen wir das. Viel haben wir nicht gemacht, obwohl, ja, es wären 4 Parts gewesen, die da jetzt fehlen. Wir haben... Was haben wir gemacht? Wir haben die Rüstung von der Dunklen Bruderschaft angezogen, die wir ja hatten. Haben unsere andere Rüstung verkauft. Wir waren in einer Dwemer-Ruine, wo wir hier ein paar Sachen gefunden haben, die relativ wertvoll sind, die wir jetzt erst noch verkaufen werden. Und haben mit Hasfat Antabolis gesprochen, der hier, der uns übrigens, da er es überhaupt hingeschickt hat, für den sollten wir nämlich einen Dwemer-Würfel suchen, einen Dwemer-Rätselwürfel, damit der uns dann die Informationen über die, was war's, über den Nerevarine-Kult und so weiter, glaube ich, sagt. Ich meine, das wäre es gewesen für den Caius Cusades. Und ich stelle mir mal ganz kurz die Uhr, dann können wir loslegen. Und seid mir bitte nicht böse, dass da jetzt eine Stunde fehlt. Wie gesagt, allzu viel war es jetzt nicht. Kurz die Uhr einstellen. Ah, das ärgert mich aber. Ich werde mir jetzt angewöhnt, am Anfang jeden Parts eine Sicherungskopie zu machen, wenn ich anfange aufzunehmen, damit mir sowas nicht nochmal passiert, beziehungsweise wenn es mir passiert, dass ich am wenigsten wieder von vorne anfangen kann aufzunehmen und nicht einfach der komplette Ton fehlt. Deswegen speichern wir jetzt einfach mal. Ja, legen wir los. Falsche Richtung, da lang. Ich glaube, den Auftrag hatten wir abgeschlossen. Ich gab Hasfat Antabolis den... Ich kann euch ja mal kurz vorlesen, was passiert ist. Der letzte Eintrag beim vorherigen Spielstand war, glaube ich... Tag 5, Tag 5, Tag 5, Tag 5. Mein Gott. Wo war es denn mit der Eiermine? Ich berichtete, dass ich mich der Eierdiebe in der Eiermine Schalk angenommen hatte und das Feuerauge zahlte mir 100 Draken und gab mir einige zusätzliche Tränke. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Als ich ruhen wollte, wurde ein Anschlag auf mein Leben versucht. Ja, ich glaube, da war er noch dabei. Danach sollten wir 4 Telvanni-Agenten, die für die Diebstähle und Morde in der Caldera-Mine verantwortlich sind, finden und töten. Es sind Alinu Aralen, Satasa Nerotren, Fotina Herotran und Albelek. Sie verstecken sich in einer Höhle in den Bergen nördlich der Caldera-Mine und haben wahrscheinlich einen Wachposten außerhalb der Mine aufgestellt. Wenn die 4 Agenten tot sind, soll ich Aedis Feuerauge Bericht erstatten. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben, nachdem wir mit der Eierdiebe-Sache fertig waren. Dann habe ich der Wache gemeldet, dass wir von der Dunklen Bruderschaft angegriffen wurden. Und der hat gesagt, eine Wache sagte, also der hat nicht gesagt, sondern das ist halt jetzt unsere Aufzeichnung hier. Eine Wache sagte mir, dass die Angreifer wahrscheinlich für die Dunkle Bruderschaft agiert hätten, vielleicht sogar Mitglieder waren und dass ich zum Ziel eines Attentats erkoren sei. Er schlug vor, dass ich mich mit Apelles Martius in Ebenherz rede, wenn ich mehr Informationen haben möchte. Ebenherz ist in der Nähe von Vivek, kommen wir auch noch hin. Genau, dann sind wir zu Caius Cusades gegangen. Ah, das habt ihr alles verpasst. Ich könnte kotzen. Ja, ihr könnt euch an den ersten Part erinnern. Wir sollten zu Caius Cusades und ihm was bringen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe Caius Cusades die Dokumente gegeben. Auf Befehl des Kaisers hat mich Caius Cusades bei den Klingen eingeführt, dem kaiserlichen Geheimdienst, und zwar im Rang eines Novizen. Caius Cusades wird mein Meisterspion sein und ich werde seinen Befehlen unterstehen.
Dann hat er uns noch was gegeben. Der Meisterspion Kaios Kasatis gab mir 200 Draken, die ich beliebig ausgeben kann. Außerdem meinte er, ich sollte zur Tarnung eine Identität als Abenteurer annehmen. Er sagte, ich solle der Kriegergilde beitreten oder dem Magiergilde oder dem kaiserlichen Kult. Die Ränge emporklettern, Fertigkeiten und Erfahrungen sammeln oder mich selbstständig machen. Arbeit auf eigene Faust suchen. Ja, das war's, Punkt. Später, wenn ich bereit bin, würde ich zu Kaios zurückkehren, um Befehle entgegenzunehmen. Der Meisterspion schickte mich aus, um mit Hasfat Antabolis in der Balmora Kriegergilde zu reden. Ich soll ihn fragen, was er über den Nerevarine Geheimkult und den Geheimkult das sechste Haus weiß, und dann zurückkehren, um dem Meisterspion Bericht zu erstatten. Zuerst muss ich Antabolis einen Gefallen tun, damit er mir die Informationen gibt, die der Meisterspion wünscht. Uiuiui, ich habe schlechtes Gewissen, dass ihr das alles nicht mitbekommen habt. Als ich mich über Morrowind erkundigte, gab mir Kaios Kasatis ein Exemplar von Die Geschichte Morrowinds und schlug vor, dass ich meine Ausgabe von Über Morrowinds, die kaiserliche Provinz von Eremanve von Sonnenfest besorge. Ich muss Hasfat Antabolis einen Gefallen tun, bevor er mir sagt, was ich wissen muss. Ich werde zu einer Dwemer-Ruine in der Nähe gehen, die man Akentant nennt. Ich soll einen kleinen Würfel mit kreisförmigen Mustern und einigen Symbolen auf einer Seite finden. Er nannte ihn einen Dwemer-Rätselwürfel. Wenn ich Antabolis den Würfel bringe, wird er mir sagen, was ich wissen muss. Da war ich, wie gesagt, hab die allerdings nicht ganz erkundet. Ich hab die einigermaßen geklärt. Aber um zu einem bestimmten Ort zu kommen, braucht man noch einen Levitationszauber, den ich nicht dabei hatte. Das heißt, ihr werdet die Ruine auf jeden Fall nochmal sehen. Ja, letztendlich haben wir den Dwemer-Rätselwürfel dann gefunden. Ich fand den Dwemer-Rätselwürfel, den zu finden mir als Hasfat Antabolis aufgetragen hatte. Jetzt werde ich ihn zu ihm bringen und als Gegenleistung wird er mir erzählen, was ich über den Geheimkult des Nerevarine und das Sechste Haus wissen muss. Und das hier ist das, was ich zuletzt gemacht habe, weshalb ich ja auch hier überhaupt gelandet bin nach dem Part. Ich gab Hasfat Antabolis den Dwemer-Rätselwürfel und jetzt wird er mir sagen, was ich über den Geheimkult der Nerevarine und das Sechste Haus wissen muss. Er sagte außerdem, dass die Inschriften auf dem Würfel Anweisungen dafür seien, wie man mit einem dwemerischen Schlüssel ein bestimmtes Schloss öffnet. Ich soll zurückkommen, nachdem ich Kaios meinen einen Bericht übermittelt habe, sagte er, da er vielleicht einen Schlüssel hätte, den ich zurück nach Akentant bringen kann. Genau, da war eine Tür, die war verschlossen und ich denke mal, dafür ist die. Warum bekomme ich überhaupt Skype-Nachrichten? Gerade eben war mein Internet noch tot. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal die Dwemer-Waffen verkaufen, die ich da eingesammelt habe, die wir nicht brauchen. Die aber einiges wert sind. Wir haben auch eine Menge schöne Dwemer-Münzen gefunden. Da, 37 Stück, wovon eine 50 wert ist. Und ich weiß gar nicht, wurden wir befördert? Ich bin bereit. Ach, ich mache mal Rechtsklick. Beförderung? Nein. Welchen Rang haben wir? Wir sind Geselle. Okay. Ja. Nein, ihr könnt mir beide nicht helfen. Och, ich hab gar keinen Bock auf Regen. Immer noch am Regnen. Gott sei Dank. Wiegen wir zu viel? Nein. Ich weiß auch gar nicht. Wir hatten einen Level Fortschritt beim Erreichen einer Stufe. Ajo, wir sind schon fast Stufe 3. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ihr habt, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, wie wir die Punkte der Skills verteilt haben, als wir in Stufe 2 aufgestiegen sind. Uiuiui. Tut mir wirklich leid. Ach ja, genau, dem hier haben wir die Rüstung verkauft, deswegen hat er die jetzt auch an. Geld hat er noch, dann verkaufen wir ihm dann einfach. Dwemerische Armschiene links, 150 wert. Eigentlich würde ich das ja noch... Ich würde das gerne eigentlich in unsere Wohnung später packen. Weil so Dwemer-Waffen, ich
Die Münzen können wir auf jeden Fall verkaufen. Alle wird er wohl nicht nehmen. Ist außerdem auch viel zu viel wert. Nimmt den nicht. Wir werden das folgendermaßen machen. Und zwar verkaufen wir das Zeug einfach erst später, weil wir müssen jetzt sowieso nach Caldera. Wegen den Zelvania-Agenten, die da in so einer komischen Mine von der Caldera Minengesellschaft oder so drinne sind. Und wenn wir das gemacht haben, können wir in Caldera direkt bei so einem Typ da was verkaufen. Und der gibt da, glaube ich, mehr Geld für und hat auch vor allem viel mehr Geld. Deswegen. Ach, hier können wir gar nicht nach Caldera, wir müssen zur Magiergilde, genau. Wir wollen nach Caldera, aber da kannst du nicht hin. Oi, 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 oi. Mann, Mann, Mann. Ich kann nur tausendmal sagen, es tut mir leid. Aber ich glaube, das macht die Sache auch nicht besser. Magiergilde. Ich hatte noch einen Spielstand von vorher, allerdings hatte ich da die Eiermine irgendwie auch schon geklärt, weil das war nämlich irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wovon das war. Das war irgendwann mal ein Sicherungsspielstand, aber der war noch zu früh oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hätte der uns nichts gebracht. Blöd, blöd, blöd. Egal, wir reisen nach Caldera. Wie kann ich euch helfen? Gar nicht. Warum wollen uns immer alle helfen? Braucht ihr etwas? Ei, ei, ei. Kann ich euch helfen? Ich kann da. Ich muss die ganze Zeit daran denken. Egal, was soll's. Man kann's ja jetzt auch nicht mehr ändern. Wir gehen jetzt hier zu einem Haus, das nennt sich Haus Gorak. Weil da eben die Familie Gorak wohnt. Und da ist so ein komisches Viech drin. Ich glaube, das hier ist es, das Haus. Und da können wir zu guten Preisen unsere Sachen verkaufen. Und der hat auch eine Menge Geld. Man hört ihn schon. Ja. Der hier. Der Kriecher. Ich komme. Ja, dann komm doch. Was hat der denn? Hat der irgendwas, was man brauchen kann? Der hat Skoma, also Drogen. Ja, wir verkaufen ihm die Münzen. Weil der hat nämlich 5000 Geld. Gold, wie auch immer. Und so viel hat er eigentlich fast keine Hände. Und ihr seht schon, der gibt uns 1850. Der andere Händler hatte uns 700 geben wollen. Und der Trank kommt weg, der Trank kommt weg, Levitation behalten war. Der Trank kommt weg, der behalten war, der Trank kommt weg. Ich glaube, den Rest behalten war. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe mir eine neue Waffe gefunden, als ich aufgenommen habe, wo es fehlte. Ich glaube nicht. Dwemerischer Zylinder 35. Dwemer Röhre. Die behalten wir noch, die brauchen wir später. Verzierte Dwemer Schüssel. Kurze Geschichte Morrowinds. Ein Tanz im Feuer, Kapitel 4. Genau, das haben wir auch gefunden, als ihr nicht dabei wart. Also habe ich es eher gefunden als wir. Ich weiß nicht, was drin steht. Auf jeden Fall, die hatte ich ja gesagt, dass die 36 Lehren des Vivex und die Bücher Ein Tanz im Feuer die Fertigkeiten erhöhen, wenn man es liest. Wir haben jetzt noch eine Minute. Und wir verkaufen das Zeug jetzt einfach mal vielleicht für 2100. War klar. 2060. Ja. Können die hier irgendwas? Mann, seht ihr hässlich aus. Sagt, was ihr braucht. Wir brauchen nichts. Sagt, was ihr braucht. Wir brauchen nichts. Ja, dann nicht. Sind hier Bücher, die uns interessieren? Nein.
Sumpfblume. Sagt, was ihr wollt. Mann, nichts. Wie viel wiegen wir jetzt? 253 von 275. Oh, das war die Hintertür. Rüstungsschmied. Ja.